So, und da sind wir wieder bei Miitopia. In der Burg des dunklen Fürsten. Wie es vor den anderen geht. Inzwischen. Es hilft nichts, hier herumzulungern. Gehen wir weiter. Kann ich den jetzt Wollenlord zuteilen? Nö. Ich habe gerade angefangen, Junge. Also Wollenlord ist hier jedenfalls nicht. Dafür haben wir halt Terminator. Der ja immerhin schon mal eine Verbindung zu beiden irgendwo hat. Deswegen müssen wir den beiden eine Verbindung geben. So, weiter. Ich glaube, Terminator macht von denen auch am meisten Schaden, oder? Mal sehen. Stimmung ist wegen. Okay. Sehr vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Bitte ihr zwei, immer mit der Ruhe. Okay. Terminator kann sowas halt. Links. Jetzt müssen wir ja schon wieder öfters lang. Ey, warum wird uns da immer so was gegeben, wo wir tausendmal lang müssen? Okay. Okay, ich sag ja, Terminator, ne? Der macht schon gut Damage. Wenn er will. Neue Technik. Mega Heilung. Der heilt mehr als er HP hat. Ja gut, die kommen hier schon durch. Ohne Probleme. Terminator, warte. Hier für dich. Okay. Danke. Schon wieder. Ach, das kann doch nicht sein. Und eine Kiste. Was haben wir hier? Ein Spielschein. Fällt das hier aber wesentlich besser, hätten wir noch jemanden, der mithelfen könnte. Mumienkostüm und eine großzügige Portion Erfahrung. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Die haben hier jetzt einfach zwei Kisten. So, jetzt geht's nach rechts. Nein. Keine Furie. Terminator wird sich darum kümmern. Ach, greif doch mal vernünftig an. Ja, Terminator direkt gekillt. Was halt statt die was machen? Nein. Da wieder natürlich nicht.
Ein MP-Bonbon. Ja, dafür war es jetzt wirklich nicht wert, hier lang zu gehen. So, sind wir durch. Was gibt es zu kaufen? Immer noch nur dieses Teil. Da können wir uns auch gar nicht leisten. Mehr MP. Ich verstehe nicht, warum Terminator das mal alles haben will. Du kriegst noch. So, was gibt's in der Spielhalle? Ein Sonnentaler, komm. Die Macht der Sonne. Jetzt macht Praise the Sun sogar noch mehr Sinn. Leider haben wir hier leider keinen mehr, der das sagt. Und weiter. Erstmal nach rechts. Eine Falle, natürlich. Okay, ich hätte vielleicht den Streuer vorher einsetzen sollen. Ah, ist jetzt zu spät. Neue Technik. Strafendes Licht. Boah, setzt ihr das auch mal ein? Hat nichts gebracht. Klasse Technik. Keine Reaktion. Jetzt schon. Lohnt zwar für den einen Dunkelgreifen nicht unbedingt, aber immerhin. 72. So, und weiter. Nach 100, ja, kann man annehmen. Gesundheit. Boah, sind das viele. Alles voller Schatztruhen. Wir haben es geschafft. Wer zuerst kommt und so. Das da ist dann mal meins und das auch und das da sowieso. Ich glaube, es geht los. Das wird fair aufgeteilt. Und das hier auch noch. Und das da sieht besonders toll aus. Und das da ist. Sollen sie hüpfen, ich bediene mich einfach. Okay. Warum bist du da nicht alleine losgegangen? Das hat mir jetzt gerade an dieser Zwischensequenz gefehlt, dass alle dann zusammengehen. Wirklich schon wieder? Das fragen die mich jetzt alle 10 Minuten, ne? Was willst du denn? Schon den nächsten Herzchentaler? Komm, kannst du haben. Okay, kriegst du dann halt nicht. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich habe neulich was über Renato gehört. Okay. Was bist du denn für ein Kumpel? Einfach das erzählen. Was? Ist das etwa wirklich wahr? Scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Kann ja mal wieder sehen. Das hätte ich ja nie gedacht.
Level 5, loben. Das kriegst du. Bisschen mehr Magie kann ja nicht schaden. Und was sagt die Spielhalle? Kunstpelzkluft. Okay. So, jetzt noch nach links. Ja, ich habe A gedrückt. So, was kriegen wir denn hier? Ja. Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Er hat letztes Mal, als wir Ja gesagt haben, hat er uns wehgetan, deswegen sagen wir mal nichts. Naja, ich dachte nur gerade, ach, Tornado ist ja schon irgendwie niedlich. Och, okay. Okay. Level 2 flüchtige Bekannte angeben. Erste Kiste, 3 Spielscheine. Noch eine Kiste, eine Falle. Nur Skelette. Jetzt habe ich schon wieder mit dem Streuer verpasst. Lassen wir. Terminator übertreibt halt nicht. Ja, das. Da kriegst du auch irgendwie keine bessere Ausrüstung auf den Wegen. So. Jetzt nochmal eine Chance für dein Herzchentaler. Jetzt hat er einen. Gibt's den in Blau? Den gibt's in Blau. Ah, er hat das. Angriff und Abwehr. Wer könnte Angriff und Abwehr gebrauchen? Ich denke, Terminator. Auch wenn er das nicht mag. Dann mag er das normale wahrscheinlich auch nicht. Was haben die denn dagegen? Verstehe ich auch nicht. Herzchenpiekser, eine Kinderportion Erfahrung? Nein, danke. So, jetzt geht's hier hoch. Ist hier wieder einer von unseren Leuten? Wäre natürlich cool. Weil eben war ja auch einer da. Welchen Hebel betätigen? Den rechten. Ha! Müll! Ja, hier scheint jemand zu sein. Schaffen die das zu dritt? Ja, das weiß. Okay. Studie zu weiß. Okay. Alle mal Ultra. Will mal sehen, was ihr dann macht. Siebzig. Neunundsechzig.
Teil mal eben. Ja, das dürften die hinkriegen. Heilen, heilen, heilen. Wieder Ultra machen. Ich behalte das Ultra mal für Terminator. Okay. Ja, ich kann die ganze Zeit durchhalten, das ist kein Problem. Mach doch einfach, dass du Terminator die ganze Zeit angreifen lässt. Macht doch viel mehr Sinn. Level 6. Helfen. Und besiegt. Hab Dank. Damit hätten wir jetzt das komplette Team Ruby wieder geholt. Kunstgebäck. Perfect Form. Wo bin ich? Der dunkle Fürst hat mich hierher gebracht. An mehr kann ich mich aber nicht erinnern. Das war alles aber ein bisschen zu viel für mich. Ich muss mich unbedingt ausruhen. Ja. Oh, schon wieder streiten. Kann Terminator das wieder aufhalten? Er versucht's und es klappt. Wow. Ja, du gehst mal zu Terminator. Damit ist das erste Team mit dem dritten Team verbunden. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Nein! Was wird das? Oh Gott! Neustart zum Anschließen der Aktualisierung später. Dass er das einfach in der Aufnahme macht. Wahrscheinlich nur, weil er seine Haare geändert hat. Mag ich überhaupt nicht, wenn mein PC das einfach macht. Warnen. Waren, was in 90% der Fällen eh nicht klappt. So, hier hast du deinen Stab mit Juwel. So, und jetzt gibt's was zu essen. HP und MP. Komm, kannst du haben. So, was sagt die Spielhalle? Stab mit Juwel haben wir schon. So muss das gehen. Ich habe eben was anderes als das gelesen, sondern einfach das. So ist das geil. So, jetzt treffen sie sich wieder. Da, sieh mal. The Whirly is back. Alter, ist ein bisschen voll. Jetzt gleich kommen ja auch noch die anderen wahrscheinlich noch. Also, der andere.
So. Dann sag ich mal, wen tun wir da denn am besten dann hin? Ihr braucht Verbindung. Ihr auch. Bei dir ist das egal. Wir haben schon eine Verbindung. Jetzt kommt wohl ein Lord wieder mit. So. Dann haben wir zwei Healer. Mit mir auch noch drei. Und zwei Damage. Leute. So, rechts. Auch schon wieder streiten. Holt eine Kiste. 1600 nehme ich doch gern. Ganze Geld haben wir auch nötig. Soweit. Ich muss es wieder tun. Oh nein. Alles nur das nicht. Oh doch, ich kann mich nicht länger beherrschen. Nein, beherrsch dich. Zu spät. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Den herrlichen Hüftschwung der heiteren Erholung. Puh. Schon besser. Ja, dir geht's vielleicht besser. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. Okay. Silberkobra. Okay, fiese Formel. Das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Wollen dort heile ich gleich wieder hoch. Oder ihr macht's selbst. Guck nur eben. Okay. Heilig wollen dort jetzt hoch. Gute Freunde. Boah, das hat mir ja tatsächlich mal Schaden gemacht. Cobra Nuggets wieder. Und Gasthaus. Level 2. Was habt ihr denn da unten zu besprechen? Fantastische Erinnerung. Ja, kann da nicht viel zu sagen. Möchtest gern ein Mikro? Ja, aber du kämpfst gerade eh nicht mit uns mit, deswegen macht das wenig Sinn. Angriff und HP. Das magst du nicht, das kannst du aber super gut gebrauchen. Gib's dem Whirly. Der mag's nicht. Hätte ich's mal mir selbst gegeben. Was gibt's in der Spielhalle? Sternchen Mikro, nein.
Wir müssen Wollendort auf jeden Fall auf unser Level bringen. Damit er auch so hundertprozentig mitkämpfen kann. Fährt hin und Wollenlord kommt direkt zur Hilfe. Ich habe nicht mal was auswählen müssen. Also das muss ich jetzt echt mal loswerden. Vernado hat beim Kämpfen so eine Eigenart. Er versucht oft heimlich einen fahren zu lassen. Er scheint zu denken, dass das keinem auffällt. Aber solche Kaliber kann doch jeder hören. Das merke ich mir, Whirly. Das merke ich mir. So, erstmal die Bombe attackieren. Nicht mit Heilung.exe, das macht wenig Sinn. Impuls. Easy. Level 2. Da will er schon wieder einen neuen Stab. Ja, meinetwegen, hier ist ein Stab der Erleuchtung. Und was zu essen. HP und MP. Mehr MP ist immer gut für mich. Ich guck gar nicht erst in die Spielhalle. Okay, was gibt es hier? Ja, wir haben genug HP-Bananen. Fragt das nicht. Sonst kommt jemand auf die dumme Idee, noch mehr zu holen. Goldfalter. Also wieder Geld. Fiese Formel. Level 12. Festmahl gelernt. Stelle Team-HP mit einem Festmahl wieder her. Lange Vorbereitungszeit. Der kann uns alle heilen jetzt. Auf einmal. Aber braucht dafür lange Zeit. Okay. Macht das dann Sinn? Fiese Formel. Weil die Bomben eben nicht in der Mitte standen. Nein, wir machen nicht langsamer, wir müssen hier vorankommen. Okay, Bombe in der Mitte oder an der Seite können wir auch. Macht jetzt keinen Unterschied. Weil die eine Bombe die nächste Bombe hochgehen lassen würde. Level 14. Wir kriegen nur noch dieses Radaugummi. Ja, ich soll warten, wofür? P-Bonbon, okay. Ey, wie viele Gegner hier auf dem Weg kommen? Okay. Fiese Formel. Laser hätte da vermutlich auch schon gereicht. Level 15. Zehn MP-Bonbons verputzt. Ja, habe ich jetzt nicht wirklich gemacht. Mir wurden die einfach nur reingedrückt.
Aber gut, wenn du meinst. Nein. Ja, komm, kriegst du Vollmondpfanne. So, was gibt's zu essen? Magie und Abwehr. Gib her. Das nehme ich doch gerne mit. Das mag ich einfach alles gar nicht. Ich frage mich, ob der Wollenlord damit was anfangen kann, aber nö. So, du bekommst halt alles, damit du öfters deinen Angriff machen kannst. So, was gibt's in der Spielhalle? Eben kurz gucken und dann wieder rausgehen. Bienenkleid. Ja, muss jetzt nicht sein. Jetzt noch die andere Seite. Ich stolper schon nicht. Zwei Gegner. Okay. Fiese Formel. Wie halten die denn bitte aus? Extra Freunde dort. Damit wir noch ein bisschen mehr Herzen kriegen. Ist das auch wieder so ein ganz langer Weg mit ganz vielen Gegnern? Nein! Warum immer wollen, Lord? Zampfi gegen den. Bräuchte ich vielleicht noch? Okay. Einmal fiese Formel, bitte. Und weiter. Nein. Töte ich mich. Töte halt direkt den nächsten. Und wird dafür getötet. Ja, danke. Ich weiß nicht. Macht weniger Sinn, mich dann wieder zu holen. So. Ich hätte nicht one-hitted. Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich schon mit Ultra, aber sonst nicht. Okay. Dann können wir ja mal gucken, wie das mit Heilung.exe aussieht bei mir. Ja, ich mach mehr MP wieder her, als dass ich verliere.
Was haben die denn gegen mich? Diese Formel. Ein Schaden. Mache ich jetzt wieder Heilung, Punkt Exe. Wieder Heilung, Punkt Exe. Heilen wir den Heiler. Ach, er hat ihn direkt gekillt. Okay. Nochmal Heilung, Punkt Exe. Ganz viel Cobra Nuggets. Zone nutze ich ja so gut wie nie. Bringt mir also recht wenig. Level 14. Helfen 2. Ja. Okay. Macht ihr mal Training. Zeit, unsere Körper zu stellen. Die Leute werden unsere Fitness bewundern. Training, oder? Schon wieder so langsam. Wenn man noch nicht schnell. Wollen wieder nichts. Warum musst du das einfach nicht mögen, ey? Hat einfach nichts gebracht. So. Was gibt's in der Spielhalle? Schachtelheim. Okay, gehen wir weiter. Wir sind jetzt zwar schon vor 40 Minuten, aber ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt unseren letzten finden hier. Deswegen gehen wir hier hin. Und machen das hier noch. Wir dürften gleich auf einen starken Gegner treffen. Okay, dann stimmt das. Woher weißt du das denn? Kannst du etwa hell sehen? Yep. Nein, eigentlich stand das vorhin auf dem Schild. Vorsicht, Endgegner stand da. Na sowas. Das ist ja erstaunlich zuvorkommend. Dann machen wir uns lieber aufs Schlimmste gefasst. Ha, der soll nur kommen, der Endgegner. Ja, der kann was erleben. Kommt er jetzt endlich? Ja! Immer noch mit den Muskeln. Gute alte Zeit. Was ist der jetzt? Oh Gott! Er ist Panzer. So. Dann mache ich direkt mal fiese Formel.
Inakzeptabel. Nochmal. Okay. Lass mich halt Feuer speien. Tank ich. Ein Schaden. Okay, nochmal fiese Formel. Plus Beistand. Okay, dann heile ich jetzt. Dann einmal Ultra bitte. Dann gucke ich mal, wie das bei mir ist. Ach, komm, hol dir doch nicht immer wieder neue Leute. Ich will den doch nicht angreifen. Jetzt helfe ich hier aber auch nur noch. Ach, komm schon wieder. Und der greift den immer noch an. Was soll denn das? Erster Beistand. Helfen 2. Und 41. Ach komm, hör doch mal auf, du Pussy. Der ist jetzt eh gleich weg, von daher. Gib mir einfach noch richtig viel davon. Und ich werde jetzt heilen. Beistand und er ist weg. Jetzt machen wir Impuls auf Geisterschwert. Plus Hilfe. Ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. So, weg ist das Viech. Easy. Hab Dank. Das sagen die alle irgendwie. Und damit ist das Team wieder komplett. Fast ein Level up. Wie wenig hat mir denn jetzt da gefehlt? Schildkritter, Flammenchili und Schwertsashimi. So. Raise the Sun. Und er macht auch noch so eine Geste. Ich wusste, dass du kommen würdest. Und ich hatte recht. War doch klar. Kann dir gar nicht genug danken. Zieh schon mal los, bis später. So, alle gerettet, so weit, so gut. Jetzt muss ich den dunklen Fürsten finden. Auf ihn mit Gebrüll. Endlich haben wir unseren Explosion, Explosion Mage wieder. Bisschen Geld. Hundert verschiedene Nahrungsmittel. So. Ich kann mir auch wieder was Neues holen. Explosionskittel. Ja, direkt nachdem wir unseren Explosion Mage wieder haben, brauchen wir einen Explosionskittel, damit wir uns dagegen heilen können. Den werde ich auch nicht anbehalten. Finde ich nicht schön. Macho-Uniform. Endlich. Oh yeah, mit Krawatte. In grün. Sieht er irgendwie aus, als hätte er Lederhosen an. Kimono-Robe. Willst du dich hier an deine Zimmernachbarin anpassen, oder wie?
So. Brauchen jetzt erstmal eine Verbindung. Mehr Abwehr, mehr Angriff und Tempo, mehr Abwehr und Tempo. Jetzt haben wir ja nicht mehr so starke Angriffsleute. Gibt mehr Abwehr und Tempo. So, und Abwehr. Abwehr bekommst du. So. Gibt's sonst hier noch was? Zauberhafter Stab. Naja. Ja, gut. Wurde auch direkt ausgetauscht, aber ich hätte ihn gern als zweiter Stelle. So, so. Gut, dann will ich aber mal sagen, bevor wir hier weitergehen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.